komplette Form gekillt. Testo Toni vollgeballert auf dem Hardstyle Festival. Da sieht man schon seinen brutalen, unreinen Rücken. Let's go, Freunde. Thunfisch, was hast du wieder angestellt? Wenn du wirklich mal Muskeln haben willst, schreib mich an und ich sag dir dann, wie es geht. Ich werde jetzt Beauty-Blogger. So ist es an. Da sind solche Leute auf Teilen rumgerannt. Das fand ich auch sehr lustig. Egal wie drauf die waren. Da ist auch dieser TikToker rumgesprungen, der am Down für Festivals rumspringt und damit einen wunderschönen guten Morgen auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Glaube ich nicht. Nee. Sieht wahrscheinlich aus wie Arsch. Ich höre mich an wie Arsch. Und das liegt einzig und allein daran, dass ich gerade aus meinem Bett gefallen bin. Weil wir gucken uns jetzt gleich was von meiner Form an. Der ist tatsächlich gerade erst aufgestanden, das sieht man. Aber vorher springe ich unter die Dusche und weiß noch nicht ganz genau, was das hier wird, aber wir werden ganz viel Spaß zusammen haben. Ich stehe jetzt erstmal auf und ganz wichtig für mich, wie jeden Morgen, ist erstmal 2 Gläser Wasser. Ich fühle mich gerade echt, wie ich 2 Gläser Wasser trinke. Oder bei deinem Hautbild würde ich 3 Gläser Wasser trinken. Ja, tue ich. Aber hat den Vorteil, der Arme, aber ey, jetzt war Spaß beiseite. Das tut mir jedes Mal leid, wenn ich das sehe. Thunfisch, Digga, wir haben letzte Woche noch geschrieben, mach mal, benutz mal meine Tipps, die ich dir gesagt habe, Junge. Meine Fresse, Alter, wie lange willst du denn noch zögern, Junge? Du hast doch Geld, du bist doch frisch. Man kann sich jedenfalls den Kaffee morgens sparen. Es interessiert keine Sau. Ich war Sonntag auf dem Festival, Samstag. Also es war halt Hardstyle und Rawstyle und... Gar nicht meine Welt, ne? So Festivals mit Hardstyle und so ein Scheiß, gar nicht, Digga. Ich weiß, ist Geschmackssache. Manche Leute feiern so eine Musik und feiern so Festivals, aber für mich niemals würde ich da hingehen. Hau ab. Es gibt wahrscheinlich einige Leute von euch, die damit gar nichts anfangen können. Da sind sehr viele Leute auf Teilen rumgerannt, das fand ich auch sehr lustig. Zwar nicht so viel wie bei Techno, aber... Viele Leute auf Teile. Auf jeden Fall war ich auf dem Madness Festival. War nett da, war sehr, sehr nett da. Mir gefallen ja allgemein solche Veranstaltungen. Ich pummel ja auch regelmäßig im Bootshaus rum. War lustig. Meint ihr, der Thunfisch hat sich irgendwann reingepfiffen da auf diesem Festival? Was hörst du so privat? Eigentlich nur Hip-Hop. Beim Training ein bisschen Deutschrap, Hip-Hop. Manchmal habe ich auch eine ganz andere Phase, da höre ich ohne Witz 80er Jahre, 60er Jahre sogar letztens. Ist unterschiedlich, aber zum Teil Hip-Hop, meistens Hip-Hop, Alter. Polnischen Hip-Hop auch viel. So. Hörst du Palm aus Plastik 3? Bin ich sehr enttäuscht von. 3 Lieder gut, Rest ist Müll. Tatsächlich. Sehr, sehr enttäuscht von dem Album. So, weiter geht's. Sicher, nur 30.000 Steps plus viel Schwitzen haben dafür gesorgt, dass meine kompletten Glykogenspeicher einmal pup leer. So, ich komme jetzt gerade frisch aus der Dusche. Die meisten Leute sind immer so ein bisschen interessiert, was ich für meine Haut tue aktuell. Und es ist ja auch schon besser geworden. Es ist nicht mehr ganz so entzündend, alles an Kratern und so ist kleiner geworden und so weiter und so fort. Und das liegt unter anderem an dem Zeug. For Treatment of Acne, das ist ziemlich aggressives Zeug, das benutze ich für den Körper. Das habe ich ihm natürlich nicht empfohlen, das zu nehmen. Gut aus. Ja, das ist ganz cool. Thunfisch, wir gucken gerade im Livestream dein Video. Hör mal, hast du dir was geknallt? Hast du was geballert da auf dem Festival oder nicht? Irgend so eine Pille, Ayahuasca oder irgendwas anderes? Hast du irgendwas zu dir genommen da auf dem Festival? Erzähl mal. Und komm mir jetzt nicht an mit, ich habe 2 Bierchen getrunken oder so. Sag mal jetzt wirklich, was hast du dir reingepfiffen, Alter? Weil du sahst auf jeden Fall völlig verklatscht aus morgens früh, da, als du aus dem Bett gestiegen bist. Wie viele Becher Ayahuasca hast du gesoffen? Falle, die so ein bisschen Probleme haben, würde ich das im Gesicht... Schöne 2 Nasen Froschgift. Nicht empfehlen, das benutze ich auch fürs Gesicht. Bevor man damit aber arbeitet, arbeite ich hiermit, das ist ein seifenfrei... Beste, Thunfisch macht Tipps für reine Haut. Als Waschstück einfach... Das ist wie die Übergewichtige in der Talkshow, die Ernährungsberaterin war. Kennt ihr noch? Einmal die Haut sauber zu bekommen, bevor man anfängt mit dem Peelen. Und wenn man damit fertig ist, ist die Haut natürlich arschtrocken. Benutzt man dann das. Was für die Hydration, damit der gesamte Kacke nicht austrocknet. Aber gerade Leute, die keinen Bock haben, darauf, dass ihre Haut richtig hart scheiße aussieht mit der Zeit, Sonnencreme.
besonders für Leute, die halt mit sowas arbeiten, was halt die Haut angreift, ist Sonnencreme wirklich wichtig. Beziehungsweise, naja, wenn ihr keinen Bock auf Falten habt und sonst was, weil UV-Strahlung und so macht, dann ist er viel kaputt. Deswegen ist also so. Boah, ich bin müde, Alter. Ich muss meinen Hund mal erziehen, dass er Langschläfer wird. Ja, dieses 7 Uhr aufstehen ist für mich ganz, ganz neu. Zuletzt 7 Uhr aufgestanden vor einem Jahr. Übrigens feiern wir dieses Jahr Jubiläum. Ich bin seit einem Jahr nicht mehr Schichtarbeiter, Freunde. Ein Jahr ist es jetzt her. So, nochmal zurück zum Thema. Ich muss dem Hund mal beibringen, Langschläfer zu werden. Weil dieses 7 Uhr aufstehen ist gar nicht meins. So, der muss man auf jeden Fall so bis 10 Uhr mindestens schlafen. Solarium, alles ja auch die Haut altern und auch das. Auch im Winter. Guess what, weil UV-Strahlung ist nicht komplett weg. Jetzt gibt es erstmal Form-Updates für den Lieben. Guck mal, ein Haken. Thunfisch, Alter, wir haben Freitag, 23 Uhr. Warum hast du dein Handy aus? Handy-Flugmodus. Bist bestimmt wieder bei irgendeiner anderen Alten. Machst dein Handy auf Flugmodus, damit die nicht sieht, wenn dir eine andere Alte schreibt. Die Tricks kennen wir doch alle von dir. Du Verräter, du. Mach mal dein Handy an. Wir wollen hier wissen, was du geknallt hast auf dem Festival. Welche, wie viele Froscheier du geleckt hast oder wie viel Ayahuasca-Becher du gesoffen hast, Mann. Kevin, wie immer, ohne Pump, morgens, ohne dass ich was gegessen habe, zu den beschissensten Bedingungen. Ich filme euch das mal ein bisschen mit. Es soll absichtlich scheiße aussehen, weil auf Pump und nach dem Training und so kann halt jeder immer krass aussehen und so hat man halt immer geregelte Bedingungen, wo das halt immer ziemlich identisch ist. Timer steht auf 10 Sekunden, Handy steht, Timer läuft. Wenn du wirklich mal Muskeln haben willst, schreib mich an und ich sag dir dann, wie es geht. Digga, melde dich sofort bei Heiko. Sicher dieser Karton schon aufgefallen, weil der steht sehr präsent hier. Dr. Gold, Fernseher. Und muss entsorgt werden. Und zwar ist dieser schöne Karton von etwas, was zumindest für euch einen guten Benefit gibt. Und zwar von dem Teil hier. Ich werde jetzt Beauty-Blogger. Und das finde ich geil. So sieht das dann aus, wenn das Ringlight raus ist. Und jetzt bin ich aber gespannt. So ist es an. Ich denke, der krass, das ist ja mega Effekt, ne? Der Unterschied ist eindeutig. Naja, das war's dann. Mir tut auch leid. Ohne Witz, Isabel. Tut mir auch leid, aber er befolgt nicht meine Ratschläge. Auch erstmal. Danke für über 400 Zuschauer hier. So ein Ringlight. Ich befinde mich jetzt in meiner Küche. Meine Küche sieht aus wie Arsch. Da werde ich mich auch noch gleich drum kümmern. Gut, dass ich heute Morgen ein bisschen Zeit habe. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Nehmen wir Zimt. Würdest du mal mit Markus aufnehmen? Safe. Aber ich denke mal, dazu wird es nicht kommen. Leider. Ja doch, nur verschissene 50 Gramm Whey haben. Im Übrigen. Mein Ratschlag war, kein Underground-Scheiß-Testo zu ballern, sondern mal auf Apotheke zum Beispiel umzusteigen oder mal das Lab zu wechseln. Aber irgendwie tut der. Macht er es nicht. Keine Ahnung, ist dumm. Der hat bestimmt dreckigen Stoff, Alter, weil das ist nicht normal, was der da macht, wie der aussieht. Vor allem bei der Dosierung, das ist nicht normal. Das sind wir ja. Ich will so ein Badewannentesto, Alter, aus Essen. Gesehen, wie leer das bei mir ist. Es geht aktuell durch. Will so ein Libanese aus Essen verkauft ihn da so Badewannentesto für 30 Euro die Ampulle. 100%. Durch wie nix. Also ich versuche auch aktuell mal ein komplettes normales Way langsam loszuwerden, um wirklich nur noch Isolat zu benutzen. Aber das Zimtway für alle Leute, die normales Way abkönnen, das würde ich echt vermissen. Das ist. Oh, das ist geil. Das ist so unfassbar geil. Ach ja, im Übrigen, zum Beispiel das Köln-Müsli als auch die High-Protein-Milch waren im Kaufland im Angebot. High-Protein-Milch? Und du wunderst dich, dass du Pickel hast, Digga? Deswegen habe ich sie eingepackt. Ihr wisst, ich sauf sonst immer so Milchersatz. 50 Gramm pro Packung, laktosefrei. Oder bitte, schmeiß diese Badewannenmilch, diese Proteinmilch bitte weg. Zeug, aber das ist laktosefreie High-Protein-Milch, womit ich aus Erfahrung raus auch eigentlich gar keine Probleme habe. Von daher easy und naja, von Schokomüsli geht da doch einfach unfassbar viel rein. Es ist jetzt nicht kompletter Scheiß. Doch. Das kann man mal machen, sollte ich jetzt nein. Auch nicht jeden Morgen. Du willst doch Muskeln aufbauen, verpiss dich mit deinem Müsli und mit deiner Proteinmilch. Du und fisch gut warm. Essen, aber kann man mal machen. Das hat uns doch gar nicht interessiert, die Scheiße.
So, dann lass uns jetzt nochmal zurück zum Festival kommen. Wir haben uns mittags getroffen, bla. Wir sind dann gute anderthalb Stunden dahin gefahren und wir haben echt Schiss gehabt wegen Parkplatzsituation und sonst was. Tatsächlich hat sich herausgestellt, das Ding war erstaunlich krass organisiert. Von Straße zu Parkplatz hat... Jetzt haben wir hier Eindrücke vom Festival, mein Lieber. Was ist denn los hier? Keine 15 Minuten gedauert, das ging wirklich richtig zackig. Obwohl vorher angekündigt war, dauert. Und vom Parkplatz aus waren wir sofort drin. Also es waren keine Schlangen wie bei irgendwelchen Messen oder sonst was. Dass man vorher nicht reingekommen ist oder sonst was. Sondern wir konnten sofort durchgehend Tickets zeigen. Und zack, wir waren drin. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass man halt Geld in Coins umtauschen muss. Dass die Leute halt so ein bisschen das Verhältnis für ihr Geld verlieren. Ist meistens auf so Festivals. Die haben da irgendwie ihre eigene Währung. Das ist deren Masche, damit du gar nicht mehr checkst, wie viel Geld du ausgibst und so weiter und so fort. Völlig irre. Wie viel was kostet, ne? Also ein Coin waren, so Dinger sind das. Aber ein Coin waren gut 4 Euro, was ihr da dann gerade gesehen habt, waren mal eben 12 Euro. Tickets haben gekostet in der letzten Phase 62 Euro. Das war auch schon, also für den ganzen Tag Festival ist das in Ordnung, aber günstig ist auch was anderes. Na, wir dann halt da drauf und lief alles, wir dann in die Raw Stage rein. Oh, Thunfisch zieht sich aus auf Festivals. Guck mal, macht da den Dicken. Raw Stage war full und warm und richtig warm. Da ist auch dieser TikToker rumgesprungen, der andauernd auf den Festivals rumspringt und voll abgeht und sonst was. Und ja, der Typ ist halt immer nüchtern. Die ganzen Bars wurden super schnell abgearbeitet. Also man hat nie auf seine Getränke gewartet, ob du jetzt eine Cola haben wolltest und Wodka eh. Und der macht einfach hier so eine Review übers Festival. Was geht ab, Digga? Bist du wach? Komm mal her. Nicht wegrennen. Akku ist wach geworden. Nicht, dass der mir jetzt hier mein Streamingzimmer voll pinkelt. Wie geht's? Sag mal kurz Hallo. Sag mal kurz Hallo, da. Hier ist die Kamera, guck mal da. Hast kein Bock, ne? Hast kein Bock, ne? Sag mal, guten Tag. Guten Morgen. So, weiter geht's mit Thunfisch, Freunde. Du bist nicht im Büro, Alter. Ich schwör's dir. Du hast heute schon Schuhe kaputt gemacht. Ich fick dich gleich, Alter. Verstanden? Ist verstanden, Kollege? Hey. Du bist nicht im Büro, Alter. Du hast Schuhe im Wert von 600 Euro zerstört. Ich nehm dich auseinander. Ha? Und sonst was. Ach ja, für die Leute, die es interessiert, ich habe ein bisschen Alkohol getrunken. Das bedarf's, ne? Nicht viel, ich habe mich... wenn da Alkohol im Spiel drinne war... Freunde, ich sag's euch, da ist auch die ein oder andere Ayahuasca-Pinch im Becher geflossen. 100%. Ein bisschen LSD, Ecstasy, irgendwas, das war drin. Ich hab auch nicht komplett voll gesoffen oder sonst was. Aber ein bisschen. Ich glaube, ich habe pro 2 Stunden einen Drink getrunken, wo ich da war. Das Event war um 23 Uhr vorbei. Meinetwegen judge mich dafür, ja, ist mir egal. Ich hatte einen geilen Tag. Ich habe den Besat getroffen. Wer ist das? Sieht scheiße aus, ja, das ist einfach so. Ja, klar. Besat, wer ist Besat? Deine Muskeln. Das seht ihr auch bei mir bei Instagram. Super netter Typ, sehr, sehr stabil für das Gewicht, was er hat. Also da hat man wirklich krass gemerkt, besonders auf Fotos. Er sieht halt auf Fotos so viel krasser aus als ich, aber in echt war... Ja, 100% sieht er krass aus, also von der Seite. Er weiß aber auch, wie er sich präsentieren soll. Ne? Das ist dann nochmal ein ganz anderer Unterschied, weil er halt die Proportion hat, um krass auszusehen. Wirklich so eine Taille, Besat... Ne? Auch richtig dicke Arme und sonst was, das habe ich halt einfach nicht. Ich habe halt nicht die Proportion. Ich habe zu 100% mehr Fleisch als der Junge. Absolut. Aber die Proportion und diese runden Arme und so, das habe ich einfach nicht. Deswegen, ich würde sowas gerne haben, aber man muss ja das Beste draus machen. Ne? Erstmal nach dem Essen. Also ganz ehrlich, Freunde, er fuckt sich über seine Haut ab. Nichts gegen Thunfisch, ja. Wir haben letztens sogar noch zusammen trainiert, ein Video gedreht, alles cool. Diese Sticheleien sind ja nur Humor und Spaß basiert. Ist ein cooler Typ auf jeden Fall für sein Alter. Aber wenn er sich so über seine Haut beschwert, Digga, der raucht Kippen, trinkt Alkohol, knallt sich Badewannentesto, trinkt Milch, frisst irgendein Drecksmüsli und haut sich ab und zu mal auch irgendeine andere Mahlzeit rein, die nicht auf seinem Plan steht. Bruder, dann heul nicht rum, dass du eine scheiß Haut hast. Dann bist du selber schuld. Fertig, aus. Wäre ich dein Coach, ich würde deine Haut innerhalb von einem Monat hinbekommen. 100%. Im Übrigen, ich habe auch aktuell irgendwie nicht mehr so Bock auf Rauchen. Ich bin schon dabei, es runterzuschrauben. Ja, dann rauch dir doch noch eine, wenn du keinen Bock hast. Also ich rauche auch gar nicht mehr so viel, wie ich mal geraucht habe. Wir haben jetzt so viel Thunfisch angeschaut, dass ich ihn inzwischen auch fast leiden kann.
Geil, Mann. Das habe ich echt viel gequarzt. Ich glaube, das war so der Punkt, wo einfach drüber war. Jetzt rauche ich relativ wenig. Wo wir gerade schon wieder beim Festival waren. Acts waren krass. Mainstage für mich persönlich oft besser als Rawstage. Das liegt aber auch daran, dass mit Raw einfach nicht so viel anfangen kann wie mit normalem Hardstyle. Aber zum Beispiel D-Block und Estefan, für alle Leute, die sich so ein bisschen auskennen, sehr, sehr geil. Wie gesagt, wir hatten, Organisation war top. Also kommt nicht auf Weisheiten. Weisheiten ist nicht mehr im Chat. Ich habe Glück gehabt. Selbst kurz vor Ende, wo alle Leute gegangen sind, waren die Toiletten mehr oder weniger noch sauber. Zumindest sie waren auf jeden Fall noch benutzbar. Ihr kennt Festivaltoiletten. Das war ein positives Beispiel davon. Und es waren alles Dixies, ne? Bedienung an den Theken war super, Essen war in Ordnung. Klar, jetzt hier für den Fitnessvollidioten wie mich nicht so die Sache. Ich habe halt ein paar Fritten gegessen. Ich hatte mir 140 Gramm Hydrolysat dabei. Ich hatte zwei Meals dabei. Ich habe morgens vernünftig Bruder, der nimmt einfach Hydrolysat aufs Festival. Respekt, Digga. Frühstück, es war okay. Es war jetzt nicht optimal, aber wie gesagt, man möchte ja auch noch ein bisschen leben und immer noch das Beste daraus machen. Von daher, alles top, alles top. Soll ich die Geschichte von dem Vibe erzählen? Schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr das geil findet, als ich die Geschichte erzähle, schreibt das mal in die Kommentare, dann mache ich das im nächsten Video. Für alle Leute, die nur normales Feiern gehen kennen, ihr dürft das nicht gleichsetzen mit Festivals. Also auch mit Techno und Hardstyle und sonst. Ist klar, je casual-lastiger das wird, also je mehr es in Richtung... Reiner YouTube-Stoffer, der lebt doch nur die Hälfte, oder nicht? Der kommt ja schon auf seine Makros, das würde ich so nicht sagen. Aber... Der trainiert ja auch fleißig, der nimmt seine Subs, der zieht Durchstellungen, der hat ja auch schon gut was erreicht, ohne Witz. Der hat mit der Kur schon gut was rausgeholt. Ich habe mir das ja, das Posing, live reingezogen. Der sieht nicht schlecht aus in echt, ohne Spaß. Die Haut macht aber viel kaputt, das sage ich immer und immer wieder. Und solange man keine Wettkampfambition hat, verstehe ich auch, wenn man mal trackt oder wenn man mal eine Mahlzeit außerhalb frisst, völlig legitim. Wenn man sich mal einen reinsäuft, völlig legitim. Sobald man nicht auf die Bühne will, keine Wettkampfambition hat oder erstmal keinen Wettkampf machen will, keinen Wettkampf anstrebt, dann ist das völlig in Ordnung. Wieso nicht? Normales Feiern gehen geht. Umso asozialer werden im Regelfall die Leute. Aber auch da war es noch super entspannt. Alle Leute super höflich. Egal wie drauf die waren. Klar, zum Ende hin. Ich habe gehört, auf so Techno-Festivals oder so hier, so Elektro-Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, da gibt es die wenigsten Raufereien und so weiter. Ne? Auf Hip-Hop-Events gibt es tatsächlich die meisten Schlägereien, Raufereien und Gewaltverbrechen, sagen wir mal. Da waren ein paar sehr Besoffene dabei, aber selbst die waren noch halbwegs erträglich. Deswegen gehe ich auch fast nur noch auf solche Events. Nicht unbedingt, weil die Musik besser ist oder schlechter ist oder sonst was, sondern weil die Community halt einfach viel angenehmer ist. Wenn man Techno feiern geht, ist, wenn man Hardstyle feiern geht oder sonst was, ist halt einfach angenehmer. Ich inhaliere jetzt mein Eiweiß steckt. Das MP-Way bekommt ihr übrigens. Angenehm ist auch in der Wohnung Zigaretten zu rauchen. Bei Powersage Germany mit eurem Rabattcode könnt ihr 10% sparen. Allgemein haben wir aktuell ziemlich krasse Rabatte. Wir haben 20% aufs Hydrolysat. Super, super geil. Super geiles ISO Clear Way. Mega, besonders mit Eiswürfeln, unfassbar krass. Ey, das neue Hydro Clear ist geisteskrank. Ich habe heute Apfel probiert. Apfel schmeckt bis jetzt Nummer 1 bei mir. Und Eistee Pfirsich. Hat auch die anderen Geschmäcker alle abgelöst. Morgen teste ich Ananas und was haben wir noch? Orange. Genau. Richtig geil. 20% auf Kreatin bei den aktuellen Kreatinpreisen. Deckt euch ein, benutzt meinen Code. Super geil. Normales Isolat auch um 20% reduziert. Ihr kennt die aktuellen Whey-Preise, da machen 20% echt viel aus. 25% auf einen Overload, auf einen reinen Pump-Booster auch super geil. Für alle Leute, die keinen Koffein im Booster haben wollen, sondern einfach nur einen krassen Pump haben wollen. 1 Gramm Salz dazu. Und Overload knallt extremst, ohne Witz. Ihr habt einen phänomenalen. Ja, man, Kreatin ist schon vergriffen, das ging ratzfatz. Pump, sofern ihr genügend Kohlenhydrate und Salz im System habt. Und für alle Leute, die Zink brauchen, sogar 40% aufs Zink. Von daher, deckt euch ein, benutzt meinen Code. Damit habe ich auch meine Supplements drin. Das war so ziemlich ein Je nachdem, wie viel Wasser du benutzt, Isabel, ne? Wenn du wenig Wasser benutzt, umso intensiver ist das. Aber ich trinke das Hydro Clear Isolat immer so mit 400-500 Milliliter Wasser. Ich nehme da immer so 60 Gramm. Morgen mit mir
Ich kümmere mich jetzt darum, dass meine Küche aufgeräumt wird und dann muss ich quasi schon los. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Oh Freunde, ich sehe gerade, die Internetverbindung macht hier wieder Probleme. Leckt der Stream? Morgen mit mir gefallen. Mit Sicherheit nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann wieder im Gym ist. Also wo es dann wieder um Gym-Zeug geht und nicht um Lifestyle-Zeug. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Rabattcodes kennt ihr. Checkt unbedingt die Videobeschreibung aus und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Alles klar. Das war Thunfisch. Und er hat mir genau jetzt gerade eine Nachricht geschrieben. Nee, ich hab nichts genommen. Das klingt aber nicht sehr vertrauenswürdig, diese Antwort hier, mein Lieber. Du traust dich ja nicht mal, mir eine Memo zu schicken. Ja. Wir wollen wissen, was du nimmst. 400 Leute sind gerade drin. Sag mir, was du genommen hast, Alter. Ich gehe auch nüchtern Techno feiern, sagt er. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.